Um die Testmöglichkeiten auf Covid-19 zu erhöhen, werden landesweit sogenannte Corona-Drive-In-Abnahmestellen errichtet. So auch seit 1. April in Bad Ischl am Areal des Salzkammergut-Klinikums. Die Testungen können nicht privat vor Ort angefordert werden, sondern müssen vorab von der Gesundheitsbehörde genehmigt werden. Wir haben heute das erste Mal da einen Drive-In in Bad Ischl aufgebaut. Das Ganze funktioniert so, es werden Personen, die über die Hotline 1450 bzw. über den Hausarzt ans Rote Kreuz bzw. eigentlich an die BH Gmunden gemeldet werden. Die werden von der BH dann kontaktiert und werden zum Drive-In geschickt, wenn sie mobil sind. Das heißt, die Person fährt mit einem eigenen PKW da zum Drive-In her, wird da nur mal kontrolliert mittels Ausweis, ob es auch die richtige Person ist und hat eine eigene Nummer mit dem Auto. Das Fenster bleibt geschlossen dabei, das heißt, es gibt keinen Kontakt jetzt einmal primär zum Patienten oder zum Klienten, der zur Überfahrt. Und wird durch die Feuerwehr Bad Ischl, durch die Feuerwehren von Bad Ischl, muss ich eigentlich sagen, die uns da unterstützen, eingewiesen, fährt dann vor zum Tester, dort wird der Rachen- oder Nasenabstrich genommen und er kriegt eine Informationsplatte und fährt dann wieder aus dem 3FM-Bereich raus. Also es geht prinzipiell so, die Person fährt in den Einfahrtsbereich ein, wird durch die Feuerwehr kontrolliert, dass es die richtige Person ist, also er muss einen Ausweis mit haben, der einen an das geschlossene Fenster hält. Dann wird kontrolliert mit der Liste, die wir haben, es sind halt ca. 22 Personen zum Testen, das wissen wir. Mit der Liste wird kontrolliert, ob das die richtige Person ist, er hat eine Nummer im Fahrzeug drinnen liegt, die er vorher schon durch die BH Gmunden zugewiesen kriegt. Und mit dieser Nummer und mit der Ausweiskontrolle wissen wir, dass das die richtige Person ist. Und dann fährt er weiter vor und darf in den 3FM-Bereich dann kommen und wird dort eben dann dieser Nasen- oder Mundabstrich gemacht. Also prinzipiell sollte man mal daheim bleiben und das da, was eigentlich jede Bundesregierung sagt und wozu man aufgerufen ist, nämlich möglichst wenig bis gar nicht das Haus verlassen. Speziell nicht die Risikogruppenpatienten, die sollten eigentlich gar nicht das Haus verlassen. So war es eigentlich richtig. Und wenn man Anzeichen hat, bitte die Nummer 1450 anrufen. Oder die Hotline ist natürlich auch sehr stark beansprucht, man muss es mit ein paar Mal probieren, beziehungsweise mit dem Hausarzt kontaktieren. Das ist eigentlich mal das Erste. Bitte nicht irgendwo in ein Spital hinfahren oder irgendwo zum Hausarzt fahren, sondern daheim bleiben, von zu Hause aus anrufen. Der 3FN ist nicht jetzt so gedacht, wie man den 3FN versteht im herkömmlichen Leben, sage ich jetzt mal, wo man einfach hinfährt und dort irgendwas bekommt, sondern er ist so gedacht, dass ihm nur zugewiesene Personen herkommen. Also man kann nicht einfach herfahren und sagen, man möchte sie testen lassen, das funktioniert da in dem Fall nicht. Für einen reibungslosen Ablauf ist es wichtig, den von der Gesundheitsbehörde vorgegebenen Termin genau einzuhalten und den Anweisungen vor Ort Folge zu leisten.